Guten Abend miteinander. Bienenhonig ist das flüssige Gold aus der Natur. Und je nachdem, wo die Biene den Nektar oder den Honigtau einsammelt, gibt es verschiedene Honig. Hell oder dunkel, kräftig oder mild im Geschmack oder anstatt flüssig extra kristallisiert, wie der Blütenhonig von Coop, der sich besonders gut aufs Brot streichen lässt. Oder probieren Sie doch auch einmal den reinen Trachtenhonig, also spezielle Ernte von Sonnenblumen, Klee, Lindenblüten, Kastanien, Akazien, Lavendel und Orangenblüten. Und da ist an einem Bienenhäuschen, da wird auch der köstliche Honig gemacht. Übrigens, haben Sie gewusst, dass die verschiedenen Farben bei den Eingängen den Bienen helfen, wieder zu ihrem Volk zurückzufinden? Also schon von Weitem orientieren sie sich daran. Interessant ist es natürlich auch, einmal in so ein Bienenhäuschen hineinzuschauen. Da haben wir gerade Gelegenheit. Das ist eine Brutwabe und da sehen wir eine Honigwabe. Die bauen die Bienen, indem sie ihren Wachs rausschwitzen. Also eines der grossen Wunder in der Natur. In diese Zellen lagern die Bienen den Honig ein und geben ständig neue Wirkstoffe und Fermente zu. Der gute und haltbare Honig wird mit einem Wachsdeckel verschlossen und so ausgereift. Und Coop sorgt dann mit strengen Kontrollen dafür, dass der Bienenhonig auch wirklich 100% naturrein in die Gläser kommt. Der Schweizer und der ausländische Honig, der Wald und der Blütenhonig. Und in den grösseren Coop-Center, da finden Sie auch noch eine ausgesprochene Auswahl von speziellen Honigsorten. Probieren Sie doch auch die mal aus. Sie sehen, Coop ist auch Ihr Honigspezialist. Und da ein Tipp zum Fitbleiben. Essen Sie viel Orangen, denn in der Orange hat es viel Vitamin C drin und noch 13 andere Vitamine. Denken Sie also daran beim nächsten Einkauf in Ihrem Coop-Laden. Bargeldlos einkaufen können Sie mit der Coop-Kundenkarte in sämtlichen Coop-Warenhäusern, Radio TV Steiner Filiale, Diana Schuhgeschäft und Coop Hotel. Holen Sie sich dort den Prospekt mit dem Anmeldetalon für Ihre persönliche Coop-Kundenkarte. Frisch von der Coop Bäckermeister gibt es jetzt die feinen Fasnachtsküchli mit den besten Zutaten. Allen Fasnächtlern wünschen wir jetzt schon viel Vergnügen. Und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Blumenkohl kann man auf viele Arten zubereiten. Wir machen ihn heute im Bierteig. Aus Mehl, Salz, Eigelb, Bier und Erdnussöl haben wir einen Teig gemacht, glatt gerührt und mindestens eine halbe Stunde zudeckt ruhen, damit das Mehl quellen kann. Während dieser Zeit haben wir den Blumenkohl gerüstet, in Rösel geteilt und im Salzwasser knapp gar gekocht. In der Fritteuse haben wir Frittieröl oder Erdnussöl auf 180 Grad erhitzt, tauchen ein Rösel kurz im Teig und backen es schwimmend. Auf einem saugfähigen Papier werden die Rösel sehr gut abgetropft und dann sofort serviert. Das Rezept finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche Ihnen einen guten. Wir danken, dass Sie für uns Zeit haben. Und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Achten Sie jetzt aber auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zweimal ein Kilo Weissmehl, nur 2,70. 200 Gramm Gerber Extra, nur 2,15. Coop Bohnen und Wackkaffee, Connaisseur, Jubilor, Excellento, Bonsoir, Espresso und Gaza, jedes Pack hat 250 Gramm, 60 Rappen günstiger. Und jedes Pack hat 500 Gramm, 1 Franken günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, 5 Kilo Teddy Mat statt 12,50, nur 9,90. 1,6 Kilo Genie Lavabo statt 8,75, nur 6,90. 4 Kilo Confort statt 97, nur 6,50. Jaffa Orange Schamutti, das Kilo nur 1,40. Und dann noch der aktuelle Preisschlager. Pulloverwolle, Grossknäuel an 100 Gramm, 3,50. Und Sockenwolle an 50 Gramm, 2,30. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.